Bei einer kirchlichen Wohltätigkeitsveranstaltung in der Stadt Port Harcourt im Süden Nigerias ist es zu einer Massenpanik gekommen, bei der 31 Menschen starben und 7 verletzt wurden. Unter den Toten seien auch mehrere Kinder und eine schwangere Frau, teilte ein Zeuge mit. In Nigeria hat es bei ähnlichen Veranstaltungen bereits zuvor tödliche Massenpaniken gegeben.